die Mutter der Signerin-Karte Spade ist tot. Das bestätigten Polizeibeamte jetzt laut Fox News. Laut eines Sprechers der NIPT soll sie am Morgen des 5. Juni 2018 tot in ihrem New Yorker Apartment gefunden worden sein. Ersten Medienberichten zufolge soll die amerikanische Unternehmerin in ihrer Wohnung in Manhattan Selbstmord begangen haben und eine Notiz hinterlassen haben. Bestätigt ist das jedoch noch nicht, weitere Details oder Hintergründe sind noch nicht bekannt. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann Andriff Spade eine 13-jährige Tochter, Frances. 1993 gründete die als Kate Brosnahan geborene Modeschöpferin zusammen mit ihrem späteren Ehemann Andy Spade das Label Kate Spade und feierte vor allem mit ihren Handtaschen internationale Erfolge. 3 Jahre später eröffnete der erste New Yorker Store. Heute hat das Label über 140 Läden in den USA und mehr als 175 Shops weltweit. Zu den berühmten Fans des von ihr gegründeten Labels gehören Herzogin Katharine, Peppermint Litton und Halsey Clinton. Erst letztes Jahr wurde bekannt, dass das amerikanische Traditionshaus Coach das Label Kate Spade für 2,4 Milliarden Dollar übernimmt. Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0111.